Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle wach? Ich bin auf jeden Fall wach. Ich habe schon Primer drauf, ich habe meine Augenbrauen drauf, Augenprimer habe ich auch schon drauf. Und ich möchte nochmal einen Look mit der Mrs. Bella Palette machen, und zwar in Rosa, also eher so in die Rosé-Richtung. Das letzte Mal war es irgendwie Orange, obwohl ich Rosa machen wollte. Ja. Wir tragen aber erstmal meine Foundation auf und ganz so viel Zeit haben wir leider nicht. So. Ich finde nämlich eigentlich, dass ich heute Morgen kein Video schaffe wegen der Zeit, aber mal gucken. Der letzte Look war so 7 Minuten, also Augenlook. Ich habe auch keine Foundation benutzt. Vielleicht ist das ja auch für den einen oder anderen. Ich habe gesehen, ich sehe mega sommersprossenmäßig den ganzen anderen Kram, obwohl da nicht mehr das drin ist, was mal drin war. War das jetzt logisch? Ich denke schon. Ich finde es echt schwierig, aber ich finde es natürliches Finish an den Augenbrauen, wenn man so leicht mit der Foundation noch dran geht. Also so, dann wird dieses Harte weggenommen. Naja, schick. So, wir brauchen dringend Concealer, um unsere Augenringe zu kaschieren. Ich habe auch noch eine andere Foundation, die ich gerne mal auf Herz und Nieren testen würde an einem Tag. Die hier. Ich werde mir jetzt demnächst auch wieder Schminkkörbchen machen, weil mir fehlt das auch tatsächlich. Denn jetzt wird es kälter und nicht mehr ganz so heiß, dann hält auch das, was man da morgens kreiert hat oder mittags oder wann auch immer man Lust hat, sich zu schminken. So. Also ich finde, das sieht dann gleich echt gut aus. Im Winter müsste ich wahrscheinlich diese Foundation gar nicht setzen. Also nicht nur mit einer ganz leichten Hand. Aber im Sommer kriegt man doch alles hier in die Fältchen. Nein, heute wirst du eingeschult. Heute ist Donnerstag, Schatz. Genau. Okay. Wir fangen an mit der Mrs. Bella Palette. Wir haben jetzt eine Grundlage geschaffen. Ich fange an mit Love. Love. Wie auch immer. Dieser Ton hier heißt. Und blende mir das auf jeden Fall erstmal in die Lidfalte. Und ich fange hier kräftig an. Ich zeige euch das mal. Hier kräftig an und ziehe das ein bisschen zu Augenbrauen hoch, dass einfach hier das meiste Produkt in der Lidfalte ist. Ich habe noch keine Ahnung. Ich habe mir gar keinen Plan gemacht. Leider kein Skript geschrieben vorher. Das wäre mir auch, glaube ich, zu anstrengend, alles nachzusappeln. Die im Fernseher, die müssen ja wahnsinnig werden. Ganz schön irre können sie doch werden. So. Dann Blut, Blatt. Oder Blut oder Blood Moon. So ein mit so einem kleineren Pinsel. So. Diese Ecke hier so ein bisschen ausarbeiten. Nicht zu viel. Das habe ich mal bei Alessias Welt gesehen. Die geht da so. Und zieht sich und dann gibt es dieses. Und natürlich passt das gut zu grünen Augen. Wie als hätten wir so ein bisschen Lidstrich ausgearbeitet. Ich benutze das Rosa noch und verblende das hier so ein bisschen. Irgendwie bin ich letztes Mal nicht so richtig auf die Idee gekommen, aber so habt ihr wenigstens zwei verschiedene Looks. Mit dem Rot was zu arbeiten, ich weiß auch nicht. Und dann würde ich tatsächlich dieses Venus nehmen. Das ist so ein rosa Kupferton. Nehme ich auf diesem Auge, auf dem Finger meine ich, und schmiere mir das so ein bisschen hin.
Aber ganz, eigentlich ganz dezent. Ich meine, ich gehe jetzt in die Schule, da muss ich jetzt nicht overdressed sein. Cloud, um unseren Innenwinkel auszuarbeiten. Ich mag ja helle Lidschatten im Innenwinkel. Ich finde, das öffnet noch mehr als Schimmer das Auge. Ein bisschen können wir aber unsere Lidfalte noch bearbeiten. Und zwar gehe ich jetzt in Black Moon nochmal rein. Und Mama. Aber als ich in die erste Klasse eingeschult wurde, da war ich schon, also so um 13 Uhr oder 14 Uhr. Ja. Dort. Ich meine, die anderen Klassen haben ja Unterricht. Ja, ziemlich wahrscheinlich. Nein, die zweite Klasse hat ja was für uns aufgeführt. Ja, aber nach der Schule, oder? Nein. Hm? Ja, wenn du um 1 oder 2 hattest, dann haben sie ja was aufgeführt. Ein bisschen rosa ist ja auch wieder verloren gegangen. Das bauen wir ein bisschen wieder auf mit demselben Pinsel, wo wir Blood Moon drauf haben. Ich finde, wenn man denselben Pinsel öfters benutzt, dann wird da ein bisschen, passt sich das Augen-Make-up einfach gut an. Und so ist es etwas rosé. Und doch nicht zu stark. Mir wäre es sonst vom Schimmer her gerade einfach too much. Ich weiß es nicht. Ich finde auch gerade den Schimmer nicht ganz so bombenmäßig. Ich benutze aber A Gleam, glaube ich. Und trage mir das einfach hier nochmal auf. Gleam. Gleam ist ein wundertoller, wundervoller Lidschatten. Das ist nämlich tatsächlich ein Look, wo ich mich auch wohlfühle. Weil es nicht zu viel ist und man wird dann nicht so schräg angeguckt. Denselben Blush benutze ich natürlich auch für meine Wangen. Dann passt das wie am Schnürchen. Dann habe ich noch 10 Minuten Zeit, mich fertig zu machen, um mich zu beeilen. So, Näschen. Und den Highlighter. Oh, da ist ein Sauberer. Gleam benutze ich natürlich auch hier für meinen Wangenbereich. Also, ich trage ihn hier auf, aber ziehe ihn eigentlich über die ganze Wangenpartie, bis auf natürlich an die Konturen nicht. Aber so habe ich das wenigstens gescheit verteilt und es passt mir ganz gut. Ich fixiere. So, kommen wir zu den Lippen schnell mal eben. Die 36, da steht tatsächlich noch die Nummer. Habe ich gerade gesehen, die 036 von P2. Och. Gehst du mal Zähne putzen? Bin ich schon? Doch, Mama, ich bin. Du bist schon Zähne geputzt. Oder was? Okay. Ich habe dir, als ich reingegangen bin, ich habe Zähne geputzt gesagt. Ich kann mich nicht dran erinnern. Ja. Doch. Okay, das hätten wir. Finde ich ganz nett. Wirklich, muss ich sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich könnte natürlich noch hier so ein bisschen das Ganze so ein bisschen einarbeiten noch. Man kann an der Augenbrauen rumfuschen, man kann alles Mögliche noch machen. Das machen wir heute aber nicht. Ich ziehe mir einen ganz, ganz dünnen Lidstrich. Eigentlich nur eine Wimpernkranzverdichtung.
Besser mit Wimperngarnverdichtung. Ich mag es einfach viel, viel lieber. So. Huch. Stress. Stress. Dann benutze ich eine meiner liebsten Mascara derzeitig. Also in meinem Favoritenvideo werdet ihr den auf jeden Fall sehen. Das ist die LR Deluxe. Ich finde, die macht einfach das optimale Ergebnis. Das, was man früher einfach gehabt hat, wenn Mascara länger gestanden ist. Und das macht sie seit dem ersten Tag. Ich trage meistens so zwei dünne Schichten auf. Mama, kommen jetzt alle Mütter und Kinder und holen die Mama? Nein, vielleicht haben die ja schon die, seit Dienstag kann man es holen. So, I am ready. Ich bin fertig, ich ziehe mich an, dann sehen wir uns wieder. Immer wieder sonntags. Nein, wir sehen uns heute nicht wieder, also jetzt im Moment nicht. Ja, ihr seid. Und dann... Tschüssi!